Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde RimWorld aus dem Livestream. Falls ihr mich und diesen Kanal unterstützen möchtet, würde ich mich sehr über ein Like und einen kleinen Kommentar von euch freuen. Vielen Dank dafür. Ansonsten auch ein herzliches Dankeschön an alle Kanalmitglieder und jetzt wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß. Ausnahmsweise haben sie sich mal nicht gekratzt und gebissen, sondern das Ganze mit Fäusten und Tritten geregelt. Ich bin ein bisschen stolz auf die beiden. Und was ich jetzt mal gucken wollte, Ringfinger, Niere. Hier ist die Niere kaputt bei Bobeline. Da sollten wir mal dran arbeiten. Was jetzt helfen würde, wäre Stahl. Pass auf, wir haben so viel Geld. Komm. Holen wir doch mal für 500 einen Bergbauhändler ran. Ich hoffe, der hat Stahl da. Obwohl, warte, nee, nicht den Bergbauhändler. Exotische, nee, Orbital Factory. Ich weiß es nicht mehr. Stellar Miner. Ah, ich nehme mal den Stellar Miner, der passt schon. Hummelwanderung. Ja, die guten Hummeln sind auch wieder unterwegs. Ich hatte mal einen RimWorld-Spielstand, da hatte ich eine riesige Hummelarmee zum Schluss. Und die hat alle getötet. Und dann kamen die Mechanoiden und die Hummeln hatten keine Chance mehr und dann starben sie alle. Aber bis dahin hatte ich sehr viel Spaß gegen menschliche Gegner und Tiere. Oh, Kurzschluss. Da unten. So. Achso, jetzt habe ich beide gerufen, oder wie? Ja, das passt doch. Kannst du beide brauchen. So, die haben nämlich auch Bauteile da. Auch Hightech-Bauteile. Und vor allem haben die Stahl da. Und Plastahl. Oh Gott. 22.000. Wird nix. Es wird jetzt schon nix. So, teuer. Das war aber sehr, sehr teuer. Ich nehme mal 800 Stahl nur. Aber 49 Bauteile brauchen wir einfach. So. Können sie holen, okay. Ist nämlich so ein bisschen außerhalb der Map, deswegen habe ich mich da gerade gefragt, ob das schon noch klappt, aber es klappt noch. Oh Leute, wir haben Olli Peel. Es ist soweit. Olli Peel hat sich angeschlossen. Toll. Ich könnte glücklicher nicht sein. Den schicke ich auf die Felder und zum Angeln in der Kälte hier unten. Da geht's ihm nicht so gut. Gut, jetzt bauen wir hier mal den Boden. Das ist schon länger gefordert. Wir haben zwar jetzt nicht mehr so viel Geld, aber wir kriegen ja bald die Raids, dann kriegen wir wieder Menschenhaut und so weiter und so fort. Aber zumindest mal anfangen. Jetzt stehen wir allerdings vor einem neuen Problem. Wenn wir Guerrero haben möchten, dann brauchen wir Zimmer. Musik.
Ich meine, so langsam ist das mit dem... Eigentlich war ja mal geplant, hier die Zimmer zu bauen, aber hier ist diese blöde Ancient-Dingensbums. Und mit denen möchte ich mich noch nicht anlegen, zum jetzigen Zeitpunkt. Ehrlich gesagt. Also bauen wir hier oben zwei Zimmer her. Oh, cool, Bauteile. Nice. Oh, hier haben wir jetzt noch eine Doppelwand, ne? Naja, das passt schon. Karawanentiere betreten die Karte. Fressen die? Okay. Ja. Wer ist für die Tiere zuständig? Haben wir jemanden? Tom. Tom. Du zähmst die. Scheiß auf den Mais. Ganz ehrlich, kack auf den Mais. Gras. Gras ist der neue Shit. Aber das nicht spaßige Gras. Tom, verkack das nicht. Zähm die. Tom, ich will das Vieh haben. Ich will das Elasmotherium haben. Hol es dir. Los, Tom. Sprich über die Liebe mit dem Tierchen. Nicht Desinteresse. Desinteresse ist ganz doof, Tom. Trainieren von Kaninchen, das ist eine gute Idee. Ah, es ist, glaube ich, gescheitert. Schade. Oder er hat aufgegeben, das kann auch sein. Ach, das Tierchen hat sich schlafen gelegt, deswegen hat er aufgegeben. Stählerner Arm. Was sie dabei haben, ist gar nicht so. Berühre ein verwundbares Körperteil. Welche Mod hat das Vieh ausgespielt? Ich habe keine Ahnung. Aber das kann man doch bestimmt sehen, warte. Megafauna. Tom, geh gleich wieder raus. Kümmere dich darum. Wir brauchen das Tier. Ja, Research, bliblablub. So. Olli Peel, dir fehlt eine Waffe, habe ich gehört. Das ist sehr, sehr schade für dich. Tom, bist du schon unter... Der schläft noch. Steh jetzt auf, du faule Socke. Himmel, Herrgott. Ja, spiel noch eine Runde Schach mit dir selbst. Und dann aber ab die Post. Ja, Schiffsreaktor, bla. Kein Schwein braucht einen Schiffsreaktor. Wir machen ein Unendlichkeits-Let's Play, bis wir sterben. Bis die Kolonie untergeht. Und jetzt zähme das Vieh. Zähme es. Oh, Kacke. Geh nach Hause, Tom. Geh nach Hause. Gott. Natürlich! Wie sollte anders sein? Er muss nur einmal treffen. Jawohl. Der hat gesessen. Der wird verbluten. Bumm. Oh, die ersten sind schon... Die ersten fliehen schon. Wenn ich das richtig sehe. Die Wespe killst du doch auch weg, Tom. Wow, der hat ihm einen Arm abgeschossen. Holy shit, Tom.
Du Biest. Der macht die alle. Der macht die solo. Der macht die Lümmels solo, der Tom. Ich meine, schaut ihn euch an. Er ist auch echt. Der ist das. Also, der ist ein Kämpfer, der Tom. Zwei Leute sind noch da. Die macht er alleine. Der Tom macht die alleine. Weil der Tom ist nämlich ein Biest. Ja, Wirbelsäule getroffen, der ist so ein Biest, der Kerl. Ich sag's euch, der Tom. Und dann zum Vergleich schaust du den Pixel an, der hier einfach mal bäuchlings im Schnee liegt. Während der Tom einfach mal den halben Raid ausgeschaltet hat, weil er's kann. Ja, das ist der Punkt. Tom kann's. Na, schicken wir ihn mal heim. Der Mann ist einfach ein Biest. Niemand legt sich mit Tom an. Er ist nämlich ein Nonkonformist. Und er ist mit Bobbeline zusammen. So, wollt ihr euch nochmal... Sie stehlen lieber Sachen. Ja, klaut euer eigenes Zeug, das ist okay. So, der Vielfraß denkt sich noch um. Ich sterbe noch eine Runde. Kann der was? Nö. Gut. Raid ist vorbei. Zumindest der erste Tom. Du altes Biest, du kannst jetzt eigentlich... Du kannst jetzt wieder zähmen gehen. Versuch's nochmal. Ja, okay, ich schlafe schon wieder. Tom ist der Chuck Norris von RimWorld. Ich glaube auch. Ich meine, man muss sich den nur mal anschauen. Dann weißt du, der Kerl ist unkaputtbar. Der Grund, warum wir hier sind, ist eigentlich Tom. Tom mag keine Hitze. Deswegen wurde das Gebiet mit Betreten von Tom zu einer Eiswüste. Tom wird jetzt einfach ganz... Oh, die sind abgehauen. Kommando zurück, wir können wieder... Wir können wieder Mais anpflanzen, Leute. Willst du mich verarschen, Bambi? Ja. Tom hat's befohlen. Wir bauen wieder Mais an. Oh, er hat... Kommando zurück. Tom hat's befohlen... Wir bauen wieder Gras an. Geil. Wir haben das Vieh. Also eins zumindest. Und der frisst uns halt jetzt wunderschön die Sachen weg, ne? Da müssen wir ein Tiergebiet machen. Ich habe gar keine Meldung bekommen, oder habe ich die übersehen? Wir haben immerhin ein Elasmotherium. Das mit dem Holzbein haben wir bekommen. Also hat Tom diesen miesen Platz ausgesucht. Das war Tom, ja? Also nicht wirklich. Der miese Platz hat sich Tom angepasst. So muss man das sagen. Oh, die Hose von Bichan ist zerfallen. Ja, das ist, das ist bitter. Oh. Und das Shuttle ist da. Nehme mal bitte jemand die Macy mit. Der Peel macht das, der kennt sie ja schon. Abflug. Und jetzt ist die Alina da. Hurra. Hallo Alina.
Und die kann bauen. Und Drogen. Die kann Drogen. Aber ich befürchte, wir müssen die erstmal... Ich glaube, wir nehmen die erstmal gefangen. Das macht der Tom. Wir nehmen die erstmal gefangen und konvertieren sie. Und die Grippe. Rubber und Guerrero. Ach, hier ist der Guerrero. Ja, der kann meinetwegen die Grippe haben. Das können wir doch bestimmt trainieren, oder? Ja. Es futtert ganz schön viel. Ja, das macht nichts. Jetzt mal gucken. Die Steinmetzwerkbank. Ja, passt. Müssen sie nur abholen. So, neue Zimmer. Was ist so toll an dem Vieh? Schau's dir an! Dann weißt du's! Schau es dir an! Ab dem Zeitpunkt... Weißt du, was toll daran ist? Es ist ein verdammtes Einhorn. Es ist eine Mischung aus Nas und Einhorn. Und es kackt Feenstaub. Und hin und wieder kommen auch Regenbögen raus. Versucht es mit dem Horn etwas zu kompensieren. Seine Großartigkeit. Wir haben hier einen verrückten Pinguin. Das würde diesem Tier hier nicht passieren. Ich muss übrigens mal eine No-Riding-Zone hier erstellen. Deswegen rennt das Vieh nämlich die ganze Zeit hier durch die Basis, weil die ständig auf dem Teil rumreiten. Das ist nämlich auch wichtig. Es ist ein Reittier. Wir haben endlich ein Reittier. Es ist großartig. Wir haben ein Reittier, Leute. Schön. Wir müssen den Leuten jetzt sagen, dass sie nicht drauf reiten dürfen. Zumindest nicht in der Basis. Himmel, Herrgott. So. Hier wird auch nicht geritten. Riecht es nach Vanille? Viel besser. Es riecht nach Freiheit. Freiheit.